Und da sind wir wieder bei Edna. Bricht aus, Leute. Ja, wir sind hier in diesen Aktengeschichten und ich habe jetzt gerade vor der Aufnahme einfach mal das alles aufgeschrieben mit den Haustieren und wann wer beim Sport ausgewählt wurde. Für den Fall, dass wir das noch brauchen, dann verschwende ich ja so gar keine Zeit, das noch aufzuschreiben während der Aufnahme. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was ist, aber ich glaube, das ist die wichtige Information wahrscheinlich hier drinne. Deswegen gehen wir mal einfach hier zu der Tür nochmal und gucken, was da ist. Die ist auch offen. Das ist prima. Was haben wir denn hier noch? Ein richtiges Inferno. Ein richtig... Kannst du das irgendwie benutzen? Okay. Wartungskontrollen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Okay, kannst du das auch benutzen? Damit kommen nur... Richt. Es ist ja ein Heizofen. Kannst ja aufmachen. Können wir da drinnen was verbrennen? Was könnten wir denn mal verbrennen? Oh Gott, Harvey. Was sagt Harvey dazu, wenn wir das machen? Niemals! Harvey ist mein bester Freund! Ach ja. So, vielleicht ein Topf? Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Aber etwas fehlt. Da kann man irgendwas drin machen. Wir könnten zum Beispiel in den Toiletten noch Wasser mit dem Topf holen. Vielleicht geht das aber auch erst, wenn wir wissen, dass wir was kochen sollen. Ich muss nicht kochen. Heute ist Wünsch dir... Ja, aber wir sollen den Topf da reinstellen können. Da kommt noch was. Und dafür dann nämlich auch die Topflappen. Eigentlich ein sehr hübscher Screen, atmosphärisch mit der Beleuchtung des Ofens, aber im Endeffekt irgendwas stört mich daran. Ich finde den Ofen zu altmodisch. Ich glaube, da müsste man eigentlich mal in die Anstalt ein neues Heizungssystem einbauen. Eigentlich müsste da mal ein neues Heizungssystem in die Anstalt. Ja. Ich denke, ich werde mal einen Brief an Dr. Marcel schreiben. Neues Heizungssystem für die Anstalt. Ja, Poki. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ist auch alles etwas altbacken Manometer. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Danke, Edna. So, gut. Ich glaube... Oh, kann man hier runter? Kann man? Benutzen. Leiter, komm. Geh zur Leiter, jawohl. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir hier? Verbogen Löffel? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Hieß so durch, Edna. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Wir sollten doch aber irgendwie ein bisschen Lehm auch holen. Das können wir bestimmt hier. Vielleicht können wir da irgendwie was hochholen? Wenn hier mal eine Feuerstelle war, dann ist sie schon lange fort. Was ist das hier überhaupt? Kann man das sich auch angucken? Weiß ich nicht. Ich möchte ein bisschen Lehm. Kannst du einen Löffel nehmen? Diese Löffel gehen nirgends. Sie sind Essen. Nehmen, nicht? Diese Löffel. Nee. Dann erzählt sie nur das. Benutzen, Loch. Lieber nicht. Nachher komme ich nicht wieder raus. Und ich war lange genug eingelocht. Das stimmt. Was ist mit Harvey? Erinnert dich dieses Loch an etwas, Harvey? Ja, es hat in etwa die Form deines Gedächtnisses. Lochförmig halt. Irgendwie müssen wir das doch rauskriegen. Da ist schon ein... Ja, okay, ich wollte auch... Oder hier kann man nicht... Ist das hier nicht fertig? Ja, wir sollen bestimmt da... Da ist bestimmt unser Lehmton, was auch immer, was wir brauchen, um den Schlüssel zu kopieren. Ja, doch, das denke ich. Ei, Karamba! Huch? Dann reden wir mal mit dem Loch. Hallo? Jemand zu Hause? Wer kommt da denn hoch? Huch? Ja? Was gibt es? Mit diesen langen Händen, Fingern. Okay, da ist jemand drin. Wer bist du denn? Ach, das ist der Typ, der das Loch baut. Stimmt, der wurde ja erwähnt von Petra. Wer bist du denn? Mein Name ist Almilio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher.
Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für einen Dorftrottel namens Almelio. Kapier ich nicht. Was treibst du denn da unten? Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Doch. Hab ich. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Und der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Und wie geht's voran? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harte Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Und da sind nämlich auch all die Löffel aus der Kantine. Jetzt versteht man das auch. Okay, viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Na, mal sehen, aber der kriegt jetzt von uns erstmal einen Löffel. Damit er weiter graben kann. Wieso mit dem Löffel? Ach, wir haben gar keinen Löffel. Wir haben Messer, Gabel, aber wir haben gar keinen Löffel? Hatten wir aber nicht mal einen? Hatten wir gar... Hä? Muss ich jetzt nochmal echt in die Kantine und einen Löffel holen? Aber die Löffel sind ja leer, ne? Kann er denn was anderes nehmen, womit er graben kann? Vielleicht finden wir eine richtige Schaufel oder so für ihn. Da würde er bestimmt sich freuen. Wie wär's mit einer Gabel? Hallo? Bist du noch da unten? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Nein, eine Gabel. Na dran, es ist eine Gabel. Eine Gabel? Dafür habe ich keine Verwendung. Um einen akkuraten Tunnel zu graben, benötigt man einen Löffel. Verstehe. Wie bei Spaghetti. Also er muss unbedingt einen Löffel kriegen? Wie doof. Aber die Tonerde ist da unten. Und die kriegen wir bestimmt zum Tausch. Vielleicht. Also vielleicht kriegen wir sie auch so. Was sagt er zu einem Messer? Da ist... Ach so. Was sagt er zum Topf? Hallo? Was ist denn jetzt? Ich habe da etwas, das du viel... Ich hoffe... Es ist so etwas ähnlich. Ein Topf. Ein Löffeltopf. Ein Löffeltopf. Ja. Besonders für Suppe ist er super praktisch. Du musst weniger abwaschen, verstehst du? Nein und nochmals nein. Okay. Kein Topf der Welt ersetzt mir den Löffel. Ach je, er macht's aber auch etwas kompliziert hier mit seinem Löffelproblem. Gut, dann brauchen wir einen Löffel, wie es scheint. Gehen wir meist mal wieder hoch. Aber immerhin, hier finden wir unsere Tonerde. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wo wir das Zeug herbekommen. Ja, weil wir können ja nicht raus, ne? Geh mal hier lang. Kannst du mal hier lang gehen, wenn ich das auch sage? Hallo? Ja, dann... Geh mal dahin. Und jetzt da lang. Wo kommen wir denn eigentlich jetzt raus? Ach, hier. Waren wir hier nicht schon mal? Doch, wir waren hier nur von der anderen Seite oder so, ne? Ah, geh zur Tür. Ist hier die Kantine wieder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier die Küche, das ist doch super. Dann können wir gleich nach einem Löffel gucken. Darin bewahrt man... Gabel und Messer habe ich schon. Aber keinen Löffel. Okay, es ist mir gar nicht... Weiß ich gar nicht, ob ich das erwähnt hatte das letzte Mal. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Interessant. Kannst du noch mal irgendwie... Red mal mit den Schubladen. Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ja. Ich hab es vor dir. Okay.
Ich benutze das nochmal. Nehmen. Gabel und Messer. Aber sie. Keine Löffel. Also, das ist ja auch eine Löffelknappheit, ne? Da ist ja auch eine Löffelknappheit. Wissen wir. Sind wir aber nicht sogar wieder jetzt auf der anderen Seite? Bin jetzt. Irritiert. Was war hier? Aber sie wandert hier ja gut rum, ne? Und hier sind wir doch erwischt worden. Oh oh. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt hier. Ich hab doch eine Sondergenehmigung. Ich bin doch nur zu Besuch. Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Bin schon weg. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fr. Oh nein. Alarm! Oh nee, nicht schon wieder. Was gibt's? Na was, wo? Wo sind denn die anderen? Sind müsstest jetzt. Ich. Aber. So, mach mal, ich überspring mal. So verkehrt. Jetzt kommen wir zu den anderen. So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja. Und da sind wir wieder. Bei Droggelbecher und den anderen. Das habe ich wohl vermasselt. Ja, macht aber nichts. Bis auf den Löffel und so, wir müssen ja eh zurück. Wir können hier nämlich. Können wir jetzt nicht die Schocktherapie mal machen? Wir geben jetzt mal hier ihm dem Alumann Bügel Nummer 1. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Ja, dann geht's los, wa? Der ist jetzt auch weg. Was ist das Formular? Mit diesem Formular kann man sich zur Therapie anmelden. Allerdings fehlt die Unterschrift des betreuenden Psychologen. Des betreuenden Psychologen? Von wem sollen wir das denn unterschreiben lassen? Können wir ihm eigentlich seinen Hörer wiedergeben? Ich kann dich einfach nicht leiden sehen. Willst du dein Telefon zurückhaben? Dafür ist es zu spät. Mein Leben ist verwirkt. Oh. Und können wir den Professor jetzt eigentlich mal sehen, wie er die Fliege irgendwie begutachtet? Ist er immer noch hier? Hallo, Professor! Angriff der Flugsau! Oh, hello. Leihst du mir dein Ticket? Wie geht's mit der Forschung voran? Und? Wie geht die Forschung voran? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich brüte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Bernsteinklumpen. Meine Popo ist schon ganz wund, aber der Dino ist immer noch nicht geschlüpft. Ja, dann. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Hier hätte ich mir an der Stelle übrigens auch gerne so ein anderes Bild noch gewünscht, dass der Professor jetzt da irgendwo sitzt und dieses eklige Ohrenschmalzfliegending sich anguckt. Aber ist nicht so. Vielleicht ist das auch mit Absicht immer so, damit der Spieler weiß, okay, hier gibt's nichts zu tun, alles ist wie vorher. Und sobald sich irgendwas verändert, denkt man ja immer, da kann man was machen. Wo ist denn eigentlich, wie kommen wir denn eigentlich zur Schocktherapie nochmal? Ich weiß es gar nicht. Dafür müssten wir eigentlich in den ganz anderen Gang, soweit ich weiß. Irgendwie ganz woanders hin, oder? Da können wir nicht lang. Also ich glaube, wir müssen hier auf die, also wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ach, der ist jetzt auch weg. Der Anuman ist auch weg jetzt. Diese Bongo-Musik immer hier. Ach, schön. Macht ja schon Spaß hier, ne? So. Ja, dann hauen wir mal ab hier, weil ich weiß gar nicht, wie man hier sonst. Ich muss den Wäschelift benutzen, damit ich auf die andere Seite komme. Oh, und der Herr Mantel ist immer noch nicht da. Wo ich immer noch nicht weiß, wo der ist. Da kommt der nächste Ausgang. Aber wir wollen eigentlich den übernächsten, Edna. Den wollen wir doch gar nicht. Und los geht's. Wir wollen nämlich, also ich meine, diesen Stuhlraum, wo die Schocktherapie stattfindet. Da kommt der nächste Ausgang. Das war ja eher am Anfang. Und da müssen wir also wieder auf die andere Seite. So, jetzt sind wir unten. Da ist auch eine Waschmaschine noch. Könnte man auch noch was waschen, ne? HW? Hallo Edna. Dein kleiner Freund, da ist ja ganz schmutzig. Findest du?
Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna, nicht! Es ist eine Falle! Können wir noch mehr mit der Waschmaschine reden? Herr Mantel! Ach, der Herr Mantel ist da drin! Er hört mich nicht. Oh mein Gott, der ist da drin. Deswegen, okay. Alles klar. Das ist ja schrecklich. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Herr Mantel. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Können wir das mal ausmachen, hier wieder benutzen? Ich schalte mal in den Schleudergang. Oh nein! Nein, tu das nicht. Heute ist nicht Waschtag. Ich schalte mal in den... Okay, das ist irgendwie gemein. Da ist Herr Mantel. Wir haben Herr Mantel, logisch. Der Herr Mantel ist in der Waschmaschine. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ist klar. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Heißt das, Herr Mantel bleibt jetzt für immer da drinne? Ich möchte den Herrn Mantel doch widersprechen. Der war so lustig. Oh, meine Wäsche ist so weiß. So. Nee, ich war ja schon richtig hier, genau. Geh mal hier lang. Das ist ein blöder Schocktherapieraum. Ich muss es jetzt erstmal wieder rauskriegen. Dann gehen wir mal nach vorne. Zum Gang. Und wir dürfen auf keinen Fall wieder in diesen doofen Fluss. Sonst landen wir wieder bei den anderen. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Das ist leicht doof. So, komm. Das finden wir schon. Das finden wir. Oh nein, war das nicht. War das oben? War das unten? Geh mal hier hin. Hier ist wieder die Kantine. Geh mal zu der Tür. Wo komme ich denn da hin? War das... Nee, das ist hier Dr. Marcells Raum, ne? Oder? War das der Schocktherapieraum? Nee, es war die Gruppentherapie. Okay. Sehr interessant, Herr Poki. Und... Sie ja. Das hier ist die... Wenn Sie... Ich habe dieses Formular hier... Ach so, ich habe das... Ach so, soll ich das machen hier? Hier, ich habe das Formular da. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Ach so, wir sollen hier sogar hin. Ist ja gut, dass ich mich hierhin verirrt habe. Der braucht die schon. Pass auf. Machen wir das doch einfach selber. Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Warum denn nicht? Wenn wir das Harvey sagen? Ich bin allergisch gegen Papierkram. Wen sollen wir das denn unterschreiben lassen? Sollen wir den im Schlaf finden, Dr. Marcel? Keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Gehe ich nochmal hier lang. Vielleicht kann uns ja auch irgendeiner von den anderen helfen. Guck mal, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Tschack. Gehen wir wieder nach oben. Hier. Guck, da ist er doch, der Alu-Mann. Ah, Edna, endlich. Oh Gott, jetzt geht's los hier. Dann kann's ja losgehen. Um Gottes Willen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich glaube, wir lassen es lieber bleiben. Ich würde es lieber auf später verschieben. Ich habe eigentlich noch einen wichtigen Termin. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Also sie will es eigentlich nicht mehr. Ich... Zu spät. Na, das war ja was. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich wurde gerade angerufen und jetzt habe ich das verpasst. Ich hoffe, es wurde jetzt hier nicht irgendwie viel noch gesagt, aber ich glaube, so im Augenwinkel habe ich gesehen, dass nicht irgendwas besprochen wurde jetzt. Das, ja, das ist jetzt total anders. Ich glaube, das müssen wir jetzt tatsächlich ausprobieren. Was war eigentlich hier nochmal? Die ist verschlossen. Ach so. Okay.
Ja, dann, ja. Würde ich sagen, gehen wir wieder zur Gruppentherapie. Dafür müssen wir ja wieder runter, ne? Wieder runter. Das sollte doch machbar sein. Obwohl die ja auf der anderen Seite sind. Der schnellste Weg ist natürlich eigentlich, dass wir uns erwischen lassen, ne? Machen wir das doch mal. Hi. Oh, oh. Hey, die ist nicht... Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe echt satt mit dir. So, jetzt holt mal den. Hol mal den Typen wieder. Bisschen schneller hier. Und wir wieder ab in die Gruppentherapie. So. Ja, so. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja, klar. Natürlich bleiben wir hier. Wir werden jetzt... Das habe ich wohl vermasselt. Ach nee, das hast du ganz richtig gemacht, Edna. Jetzt gehen wir mal nach unserer tollen Schocktherapie, gehen wir mal hier jetzt hin. Und verdienen uns unser Gold. So, du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Ja. Wie ich es vorher gesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Na klar, ich will es noch einmal versuchen. Eine Medaille, echtes Gold, wann fliege ich eigentlich ständig? Zieh dann mal wieder von... Oh, ich will es noch einmal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei mal es. Mal gucken, ob wir das jetzt können. Oder... Ich sag Kopf. Kopf. Ha. Ist Kopf. Bist du etwa auch unter die Hellseher gegangen? Mhm. Tja, wir werden es niemals herausfinden. Wenn ich denn jetzt die Goldmedaille haben dürfte... Halt, halt, halt. Nicht so schnell. Du hast einmal richtig gelegen. Schön und gut. Aber die Regeln besagen, dass ich... eine Chance habe, die Medaille zurückzugewinnen. Was? Aber... Ich tippe auf Zahl. Moment, das... Tja, Zahl. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Pech gehabt. Sollten dann die ganzen Elektroschocks umsonst gewesen sein? Was sagst du? Ach, nichts. Noch ein Versuch. Voll gemein eigentlich. Ich will es noch ein... So. Wir sagen mal diesmal Zahl. Zahl. Tatsächlich. Zahl. Jetzt ich. Ich tippe auf. Komm. Ja. Oh, das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Das ist voll unfair. Wie machst du das, dass du ständig gewinnst? Warum verliere ich eigentlich ständig? Ich ziehe. Wie unfair. Ich denke, wir sollten im nächsten Part rausfinden, was wir tun können, um den Halunken da drin endlich mal richtig zu überlisten und die goldene Medaille zu gewinnen. Das werden wir tun. Wir sehen uns. Bis dann.